Wir sind wieder zurück in Uncharted 2 Among Thieves. Wir sind jetzt im Dschungel von Borneo und haben in der letzten Folge unseren neuen Hauptbösewicht Zoran Lazarevic kennengelernt, diesen Russen. Wir sind gerade in einem Camp von ihm, besser gesagt in seinem Hauptcamp, wie ihr seht. Wird das auch stark bewacht und wir haben aber schon eine Waffe, die AK. Und ja, was gibt es noch zu wissen? Ja, wir haben in der letzten Folge Zoran Lazarevic, sag ich mal, wie soll man das sagen, weggelockt durch eine Explosion. Und ja, jetzt wollen wir nämlich an seine Dokumente, die er ja gekauft hat, von Marco Polo, damit wir eine weitere Spur auf den Schatz finden. Und das wollen wir doch jetzt mal machen. Doch ich versuche natürlich irgendwie schleicherisch das Ganze zu lösen. Ich versuche es zumindest. Ob es klappen wird, das kann ich natürlich nicht versprechen. Ich hoffe es mal. Okay, jetzt gehen wir hier hinter. Oh, ich glaube... Okay, der hat zumindest gesehen, dass da etwas war, aber weiß nicht, dass wir das sind. Dann wollen wir ihn doch mal gleich überraschen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, weil der Typ immer näher kommt da. Okay, das können wir nicht anders regeln. Los geht's. So, wo ist die Munition von ihm? Ah, da, dankeschön. Okay, dann wollen wir doch mal loslegen, mein Freund. Oh, okay, Sully hat sich schon drum gekümmert. Ja, genau, Victor Sullivan ist auch wieder da und gibt uns Deckung mit einem Scharfschützengewehr. Und ja, wie wir gesehen haben, klappt das ganz gut, aber wir sind hier offenbar noch nicht ganz durch. So, Headshot. Belohnung freigeschaltet. Schön. Man, this Lazarevich guy isn't screwing around, Sully. You should see all this stuff. He's got files on every expedition to find Shambhala. All the way back to the 1600s. What about Marco Polo's journals? Here they are. Just hurry it up, you haven't got much time. Yeah. The worthy pilgrim is granted a golden passport to conquer obstacles on his journey to Shambhala. Huh. Is that supposed to mean something? Beats me. Hold on. Here we go. It was with great sorrow that I left my fellow travelers to their fate. A fate decreed by the dreadful cargo we bore from Shambhala. Must have thought that tsunami was some kind of divine retribution. Wait a minute. Damn. Sully, I don't think the Chintamani stone is here. What? Listen to this. I would have sooner endured the wrath of Kublai Khan himself than remove the Chintamani stone from that sacred shrine. Marco Polo never had the stone. Then what dreadful cargo is he talking about? I don't know. Well, if the stone's not here, what the hell is Lazarevich looking for? Shambhala. Here in Borneo? He's a little wide of the mark, don't you think? He must be trying to pick up Marco Polo's trail. Back to Shambhala. Why? Because the stone is still there. Chloe, can you talk? Hold on. Yeah, I'm here. In all this digging they've done, have they found any bodies, any remains at all? No, now that you mention it, nothing. Why? Over 600 people were shipwrecked here, yet there's no bodies. Don't you find that a little odd? So where did they all go? Where would you go if a tsunami hit? To higher ground. Bingo. We head to that mountain. What do you bet we find Marco's pals? Chloe, can you meet up with us? Already on my way. Great. Uh-oh. Nate, you gotta get out of there. You're gonna have to give me a minute, Sully. You don't have a minute. What's this? They're all dead. Oh, crap! Spread out! Und da sind auch schon wieder welche. Verdammt, die haben jetzt natürlich rausbekommen, dass das nur eine Täuschung war mit der Explosion. Um eine Granate gezielt zu werfen, halten Sie L2 gedrückt. Oh, wir können jetzt wieder Granaten benutzen, das ist doch schön. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie L1, um eine Granate zu werfen. Das, ach so. Halten Sie L1 gedrückt, um mit der Granate zu zielen. Ja, das dürfte ich hinbekommen. Tschüss. Ja, das hat doch gut geklappt bis jetzt, aber ich denke, das war nicht der einzige... Oh, das wird schön. Oh, Moment.
Ah, da hat uns einer flankiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, der bringt sich selber um, der Idiot. Ja, hat er auch. So, und du sagst jetzt tschüss. Nee, der lebt ja immer noch. Sag mal, flankiert wird ihr aber nicht, mein Freund. Auf keinen Fall. Ich krieg euch auch so. Oh, oh. Oh, Mist. Oh, Mist. Mist, Mist. Wo liegt die? Boah, okay. Ich versuche mich mal hier zu verziehen. Die kommen immer näher. Headshot. Und den haben wir auch erwischt. Sie kommen von der Mitte. Ich sehe nur, dass die ganze Zeit von links kommen. Und die bekommen wir auch. Ah, ich glaube, ich wechsle mal eben die Waffe. Da hinten lag ein Revolver. Den nehmen wir jetzt natürlich gerne. Denn der ist One-Shot. Ihr seht's schon. Ja, so lässt es sich doch leben. Mit so einem Revolver in der Hand. Oh Mist, da habe ich mich einmal verschossen. Ich lade mal die AK auch eben nach. So, jetzt lassen wir die mal näher rankommen. Die Gegner hier halten auf jeden Fall auch schon ein bisschen mehr aus als in Teil 1. Ist das Sully? Ja, das ist Sully. Aber wo ist der Rest von denen? Oh, da hinten kommen sie. Oh, wo liegt die? Wow, okay, war doch ein bisschen näher dran, als ich dachte. Nochmal Glück gehabt. Aber jetzt schalten wir die erstmal aus hier. Nein! Ah, verdammt. Aber Sully kümmert sich, glaube ich, drum. Jo, sieht doch gut aus. Im Granatenwerfen sind sie ja nicht so gut. Also das müssen wir aber auf jeden Fall nochmal üben. So, jetzt müsste ich mal wieder meine Pistole holen, genau. Denn unsere Munition geht langsam aus. Es ist nicht so toll. Aber dich machen wir dann auch mit den Fäusten klar. Das kriegen wir auch hin. So, schön. Oh, ich höre jemanden mit einer Schrotflinte. Nicht gut, aber Kopfschuss regelt alles. So, dann würde ich mal gerne deine Schrotflinte haben. Hier, wo ist sie denn? Hallo? Wo ist denn deine Schrotflinte? Hm, sie ist weg. Okay, weiter geht's. Wir können jetzt nicht ewig hier rumstehen. Oh, ja, ich sehe es schon. Kriegen wir die? Mist, die sind ein bisschen weit weg. Boah, wie viel stecken die denn ein? Das gibt's ja nicht. Den hole ich mir auch. Zielt der Kopfschuss. Oh, da sind auch noch welche. Aber das läuft doch ganz gut bis jetzt. Auf jeden Fall. Okay. Okay, ich versuche jetzt erstmal wieder meine alte Position einzunehmen. Von hier hat man auf jeden Fall die bessere Position. Wir haben hier auf jeden Fall mehr Deckung. Den hätten wir auch erwischt. Oh, die Pistole hat aber auch schon ganz schön rein. Problem ist, wir haben nicht mehr viel Munition. Aber wir haben ja noch Granaten, fällt mir gerade auf. Und dann schalten wir doch mal gleich ein paar damit aus. Und der hat sich selber in die Luft gesprengt. Das ist schon doof. Oh ne, der lebt ja noch. So, Kollege, jetzt aber gleich nicht mehr. Boah, die halten auf jeden Fall ganz schön was aus, die mit den schwarzen Anzügen. Oh, Sully braucht auch Hilfe. Ja, aber wir haben gerade selber ein paar Probleme. Oh, Mist. Nicht gut. Ja, wir müssen Sully jetzt irgendwie helfen, aber wie? Wie? Komm, ich schmeiß mal eine Granate, dann müsste der Typ jetzt auch kein Problem mehr sein, genau. Wow! Oh, shit, shit, das ist nicht gut. Nein! Ah, verdammt. Der hat mich erwischt. Ja, ich war auch schon ziemlich angehittet. Okay, dann müssen wir jetzt einfach schnell sein. Vielleicht klappt das ja. Versuch den mal zuerst da wegzuholen. Genau, so, jetzt haben wir da nämlich freies Schussfeld. Müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich von der... Genau, von da überrascht werden. So, aber nicht mein Freund. Na komm, den verprügel ich hier. Tschüss. Jetzt müssen wir da am besten... Wow! Wo kam das her? Wow, nein! Ah, verdammt, es tut mir leid, dass ich so oft sterbe. Verdammt. Ah, das läuft natürlich jetzt nicht so gut. Ich versuche schon mal wieder den da rauszuschießen. Komm aus deiner Ecke raus. Na los. Ich habe ein paar mal erwischt, der ist aber leider noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Dann gucke ich jetzt erstmal, dass wir den da platt kriegen, denn der hat uns jetzt schon zweimal gekillt. Und den da holen wir uns jetzt wieder mit unseren Fäusten. So, adios, mein Freund.
Jetzt brauchen wir eine Granate, und zwar schnell, bevor Sully gleich down ist. Tschüss. Schön. Ja, ich finde, das hat doch gut geklappt, oder? Auf jeden Fall. Mann, was hier schon wieder abging. Krass. Ah, ihr seht schon, die Kämpfe dauern gar nicht mehr ganz so lange und es kommen auch immer wieder Ruhephasen. Haben sie auf jeden Fall im zweiten Teil viel besser abgetimt als im ersten. Beim ersten waren ja die Schießereien schon noch ein bisschen arg lang. Aber auch die haben ja Laune gemacht. So, dann wollen wir doch mal weitergehen. Pistole ist voll, AK kann zwar noch was rein, aber soll uns jetzt nicht stören. Gehen wir mal weiter. Die Lichteffekte sind auch wirklich nice in dem Spiel, muss ich ja sagen. Sieht schon echt schön aus. Wo jetzt lang? Ach, hier hoch. Okay. Machen wir. Whoa, Sully. Look at these stones. Now we're getting somewhere. Oh, seht mal, das sieht aber schön aus. Wow. Das sieht ja Hammer aus. Das erinnert einen natürlich jetzt wieder stark an den ersten Teil. Da waren wir auch auf einer Insel. Okay, das sind wirklich alte Steine hier. Seht ihr das? Would you look at that? Oh yeah. Hey. Hello. What do we have here? With any luck, the last resting place of Marco Polo's crew. Shall we check it out? Gut, dann gucken wir uns das doch mal an. Ein paar Überreste von Marco Polo wollen wir doch mal nachsehen. Wow, this place must be thousands of years old. Es tut mir übrigens gerade leid, wenn ich jetzt vielleicht irgendwo gegenlaufen sollte oder gleich nicht so gut schießen kann, denn die Sonne scheint hier gerade extrem rein und wenn ich jetzt aufstehe, wäre das natürlich ein bisschen kacke. Nur ich kann so gut wie fast gar nichts mehr sehen, deswegen wundert euch jetzt gerade nicht. Down this way. Wow. Looks like we hit the jackpot. Ugh, must be hundreds of bodies down here. Look at their teeth. They're all black. God's sake, they're all that way. Tatsächlich, die haben alle schwarze Zähne. They must have taken refuge here. Sieht schon komisch aus. Was ist hier nur passiert? Hoffentlich nicht das, was im ersten Teil passiert ist. Hey, I think I found something. In here. What? They must have carried their cargo all the way up here after they were shipwrecked. Okay. Ah, hier haben wir doch was. More resin. I've seen this before. Sully, give me a light. Oh. Wow, das sieht wirklich nett aus mit dem Harz hier. Boah, das sieht echt cool aus. This is blood. It's everywhere. Looks like a real massacre. All right, let's follow the blood stains. We'll see if they lead somewhere. Okay, es scheint wohl irgendwas Schlimmes passiert zu sein, denn hier liegt überall Blut. Überall verteilt und sind ja auch überall tote Leichen. Ja gut, eine Leiche ist sowieso schon tot. Seems to end at this wall. Yeah, that's odd. Wollen wir doch mal gucken, was hier hinter ist. Moves a little. Sully, help me out. Here we go again with the pushing. I think I hurt myself. The trail leads in here. More bodies. Oh my god. You know, maybe I'm crazy. But it looks like they all killed each other. Come on, mate. You're just getting spooked. Wow. Look at this.
What do we have here? Careful. Christ almighty. Just kidding. Nate, you're gonna give me a goddamn heart attack. Oh. Man, is that an ugly friggin' thing? What is it? Some kind of weapon? No, it's a purba. It's a ritual object from Tibet. It's used to destroy obstacles. Huh? No, you know, spiritual ones. Oh. Wait a minute. Wait, could this be what Marco Polo was talking about? Kid, I don't even know what the hell you're talking about. In his journal, he wrote that the worthy seeker would be given a golden passport to conquer obstacles on the journey to Shambhala. So, what, this is it? Look, that's all really interesting, but where the hell is it a passport to? Well, maybe this map would help. Let me see that. Between Greater India and the province of Tibet lies a field of exquisitely finished temples. Hundreds of gilded spires stretching as far as the eye can see. Hold on, I know this place. It's in Nepal. Yeah, except it's not just a field of temples anymore, it's a city. Well, that could make things a little more challenging. Now, hold on, there's more. In all these many temples, only one conceals the secret path to Shambhala. And that path shall only be revealed to the pilgrim who bears the golden passport. All right. Nice work, kid. So what are we waiting for? Let's get out of here. All right. See ya. Let's get going. Habt ihr die Zähne gesehen? Das war nicht normal. Das war auf keinen Fall normal. Tja, vielleicht wird sich ja später noch mehr aufklären, aber wir haben jetzt eine Karte gefunden und das ist doch perfekt, denn jetzt haben wir eine neue Spur zum Schatz gefunden. Das bedeutet, vielleicht finden wir ihn auch dieses Mal, allerdings vielleicht hoffentlich unter anderen Umständen als im ersten Teil. Come on. Harry! In here! It's Drake! What the hell are... Get your hands up. You sure know how to pick him. Shut up, Sonny. Should have known it was you. And you, Victor goddamn Sullivan. You still dragging this tired old sack of shit around? Easy, Nate. That's pretty ballsy for a guy who spent the last 3 months behind bars. Better than pissing away 3 months in the jungle without a clue. Found the ships, though, didn't I? You couldn't find your own ass with both hands. And a map. They came from down there. Whoa. Harry, look at this. Speaking of maps... Between India and Tibet... One temple will reveal a... Pathway to Shambhala. Jesus, Flynn, while we're young. Oh, no. Don't be such a bad sport. Take them to Lazarevich. You're gonna wish you'd stayed in prison, mate. Move. Come on, keep moving! Ah, shit. Are you all right? Yeah, well, it'll make it look more believable. Now I'm gonna try and buy you some time. No, Chloe, you have to come with us. No. Just meet me in Nepal. Now run. Let's go. I like her. Yeah, I bet you do. Ja, cool. Das hat Chloe aber gut gelöst, auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir laufen. Oh mein Gott, denn die wissen jetzt, dass wir abgehauen sind. Oh shit. Komm her. Oh, Moment, die können ja kontern, ne? Das ist nicht so gut. Aber der kriegt jetzt trotzdem aufs Maul. So. Und jetzt schnell weiter, denn wir sind schon gut angehittet. Wow! Okay, schnell hier rum.
Oh, verdammt, verdammt, jetzt müssen wir aber schnell sein. Komm schon, hoch da. So, okay, lauf weiter, Sully. This way. Damn. Now what do we do? We jump. Oh, hold on there, Sundance. You gotta be out of your mind. We'll break our goddamn necks. If we get caught, Lazarevich will break them for us. I'm getting too old for this bullshit. Oh, come on now, don't you start this again. Listen, I don't have your luck. Guys like me gotta know when to walk away from the table. Sully, we're gonna get out of this, okay? We always do. Yeah. You go meet your girl in Nepal. I'm going somewhere warm. Come on. Hey, you can tell me all about it when you get back. There they are! Oh, shit. Well, shall we? After you, Butch. See you in hell, kid. Shit. When you said Lazarevich had a head start on us, you weren't kidding. Well, he's had some help from the local guerrillas. The city's been on the brink of civil war for years. He just needed to throw a little gasoline on the fire. Charming. Yeah, well, all the chaos provides some cover while he destroys the city looking for the right temple. Nate? Hello? Yeah, I'm still here. You're not having second thoughts, are you? Oh, me? Never. Good, because I'm so ready to be done with these clowns. You got a map? Yeah. I'll meet you in the old market. Things are pretty quiet over there. All right, you got it. Ach du Scheiße. We got company. Oh, great. Can you lose them? I think it might be too late for that. Come on. Hey, are you all right? I've been better. Kapitel 5. Häuserkampf. Jetzt kommen mit die coolsten Level überhaupt in dieser zerstörten Stadt. Das kann ich euch schon mal versprechen. Oh Gott, und jetzt müssen wir laufen. Shit, 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 shit. Lauf, lauf. Oh mein Gott, was geht hier ab? Der versucht uns doch immer noch zu töten, ey. Wie verzweifelt muss der Kerl denn sein? Scheiße, merkst du nicht, dass der Mechanik schon brennt? Oh, fuck, fuck, fuck. Wow. Oh. Shit. Heilige Scheiße, mein Gott. Boah, okay, das war heftig. Das war nochmal sehr knapp, auf jeden Fall. Okay. The old market. Ought to be this way. Find him. Crap. Go, go, go! He's here somewhere. Und auch hier sind schon Lazarevichs Männer. Das sind natürlich ein paar viele. Oh! Okay, jetzt machen wir die mal fertig hier direkt. Auf die Fresse, wow. So, du bist dran und jetzt auch noch du. Wo bist du? Komm her. Nein. Boah, das war knapp. Boah, das war verdammt knapp. Aber wir haben es noch hinbekommen. Ohne einen einzigen Schuss. Wow, da waren wohl diese Rebellen, die haben den wohl angegriffen, die diese ganze Stadt hier verteidigen. Ja, Lazarevich sucht offenbar den richtigen Tempel, wo ja angeblich wieder der Weg nach Shambhala sein soll. Oder ein weiterer Hinweis. Und ja, zerstört dabei diese ganze Stadt, denn es gibt hier hunderte von Tempeln. Und ja, die Rebellen wollen sich das natürlich nicht gefallen lassen und kämpfen dementsprechend gegen ihn. Und wir sind mittendrin. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich krass aus. Und ja, ich kann euch jetzt auf jeden Fall sagen, das sind so mit die Lieblingslevel von mir gewesen, die jetzt noch so kommen in dieser zerstörten Stadt. Denn auch hier werden wir noch einiges erleben, ich sag's euch. Auf jeden Fall.
Gut, dann, gut, würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Dann haben wir jetzt halt nur 26 bis 27 Minuten. Aber meine Netzhaut wird so langsam zerstört von der Sonne. Deswegen, ich mache jetzt mal Schluss, mach die Roller da runter und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!